Ein schönes Gutkick in die Runde und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Und Jungs, heute wieder mal zu einem Weekend League Rewards-Video. Ich habe es letzte Woche geschafft, wieder mal in die Top 100 zu kommen. Und zwar mit einem 28-2 auf der Xbox. Das heißt, wir haben ein 11er im Set. Wir haben wieder einige 100k in Division Rivals Rewards, alles am Start. Und wir haben ein neues Event, Foot Birthday ist am Start. Ihr seht hier direkt mal das erste Foot Birthday Team eingeblendet. Ist auf jeden Fall ein überragend geiles Event. Wir werden das Video jetzt in zwei Teile splitten. Zuerst ziehe ich das 11er Inform Set und die Player Picks und dann kommen noch die ganzen Tradable, 100k Packs, Rivals, Rewards, alles zum Foot Birthday Event. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in den Kommentare, ob ihr ein Teil der Glocken-Army seid und lasst auch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abonnement auf dem Kanal da. Und dann will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir starten direkt rein in die Packs. Zuerst schauen wir uns natürlich wie jede Woche immer wieder das Team of the Week an. Ist diese Woche wieder mal ein klassisches EA Sports Team of the Week. Man ist es nicht anders gewohnt. Wir haben Christian Günther am Start vom SC Freiburg. Das Starspiel diese Woche ist ja Kevin Borsenmann mit einem 93er Rating mittlerweile. Kranker Typ. Dazu noch Dries Mertens ist einiges wert. Fekir ist vielleicht ein bisschen was wert. Gnabry ist nice. Was man dazu sagen muss, warum ziehe ich zu diesem Team of the Week mein Elverset? Weil die Informs jetzt noch einiges wert sind. Wir haben jetzt Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr. Deswegen werde ich noch schnell das 11er Informset ziehen und natürlich die Informs so schnell es geht verkaufen. Wir starten rein in die Player Picks und in das 11er Set. Ich habe es ja am Anfang vom Video schon gesagt, 28-2, das entspricht Platz 162 der Welt, wie ihr es hier sehen könnt. Das heißt, wir bekommen ein ultimatives Team of the Week Pack, 2 Jumbo seltene Spieler Packs, 4 Player Picks und 125.000 Münzen. Das heißt, jetzt kommt hier einiges auf uns zu. Wir starten direkt rein in die Player Picks mit der Nummer 3. Heute ziehen wir es mal richtig kurz und knackig durch. Trossard, Choyami. Eigentlich würde ich das immer, das am nicesten ist. Aber ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach mal Trossard fürs Rating. Bei einem 82er. Ich nehme einfach das, weil ein 82er Rating gibt man ihnen, wenn dann nur eine Foot Champions Upgrade SBC hat, ist das egal. Weiter geht's mit der Nummer 1. Schauen wir mal. Okay, dann haben wir jetzt den 82er. Da nehme ich dann Trossard Weekend League Rewards, wie man es so gewöhnt ist. Für 5 Player Picks, so wie letzte Woche, muss der, glaube ich, in die Top 100 kommen und nicht in die Top 200. Deswegen machen wir jetzt schon den vorletzten auf, und zwar die Nummer 4. Wir steigern uns vom Rating. Soll ich Leibold nehmen oder Günther? Günther wäre schon nice. Ich nehme sogar Günther. So für ein Untrade-Bundesliga-Team ist der, glaube ich, ganz nice. Wer weiß, vielleicht schafft es sogar in meinem Kader dieses Jahr für die virtuelle Bundesliga. Letzter Player-Pick geht auf die Nummer 2. Starten wir rein. Irgendein High-Rated-Spieler noch. André Silva. Boah, das ist jetzt wieder so ein Ding. Wen nimmst du da? Klaus hat halt echt solide Stats, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Liga A, 92 Pace, ist echt eine solide Karte, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich nehme einfach fürs Rating André Silva. Wenn ich Klaus spielen will, dann kaufe ich mir den einfach. Dann haben wir immerhin noch einen 86er und ich habe nochmal einen für mein Untrade-Bundesliga-Team. Nehmen wir die Player Picks alle mit. Unterm Strich natürlich ziemlich ernüchternd, wenn man bedenkt, dass das Top 100 Rewards sind. Keine Mertens, kein Borsema. Aber ist okay, wir jumpen direkt zum 11er im Set. So, ich muss mich echt beeilen. Es ist schon 18.44 Uhr, das heißt, ich habe nur 16 Minuten, um alle Informs dann zu verkaufen. Deswegen reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir starten rein in das ultimative Team of the Week Set. Garantiert 11 Team of the Week Spieler. Ich hoffe mal, wir ziehen einen Wargun. Aber normal zieht man ja in den 11er Sets immer einen Wargun. Das sage ich jetzt einfach mal so. Schauen wir mal. Es ist der klassische Wargun, das muss wie immer gesagt sein. England, Stürmer, Harry Kane ist Harry Kane drin. Leeds. Okay. Ich dachte jetzt kurz, es ist hoffentlich Harry Kane drin. Wir haben den 84er Bamford. Schauen wir mal, was noch dahinter ist. Wir haben schon mal keinen Mertens, kein André Silva, kein Benzema. Aktuell sind ja alle High-Rated Informs was wert. Und wir ziehen 2 Informs mit einem 84er Rating. Jungs, das ist ein klassisches Discard Elberset, würde ich sagen, wenn die Informs nicht trotzdem aktuell einiges kosten. Das ist das einzig Nice. Aber ja, ist natürlich trotzdem der pure Horror, was wir hier mal wieder erleben. Ist das wenigstens ein bisschen was wert? Nee, nur sein Ratingpreis. Ja, das ist leider ein sehr, sehr schlechtes 11er Informset, aber man ist es ja nicht anders gewöhnt. Ist schade, wir hätten echt einiges rausholen können diese Woche. Aber Jungs, Foot Birthday ist da. Wir haben jetzt noch die 11er Sets, wir haben noch die Rivals Rewards. Und ja, vielleicht drafte ich mir noch ein paar Packs. Ihr werdet es gleich sehen. Weiter geht's mit den, ja, Tradable
Goldspieler, egal irgendwas, Packs, let's go. So, meine Freunde, willkommen zu den heftigen Packs. Und zwar haben wir 200k Packs, 455k Packs, ein 125k Pack. Auf der PlayStation nochmal das gleiche. Wir haben einiges vor uns und ein ultimativ heftiges Foot Birthday Team ist aktuell draußen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Ich hoffe, wir ziehen den einen oder anderen Foot Birthday Spieler. Ich habe nämlich noch keinen einzigen gezogen. Und wir starten rein mit einem Walker. Und wir starten rein mit einem Foot Birthday Spieler. So muss das. Das Warten hat sich gelohnt. Frankreich, Rechtsverteidiger, Sambia. Wollte ich mir eh noch für mein Team kaufen. Es ist leider nicht Mondi. Mondi wäre noch ein Stück heftiger gewesen. Aber Sambia ist auch vollkommen okay. Ich glaube, Mondi hat sogar so 800k gekostet. Ja, ist jetzt schon ein bisschen schlechter, Sambia. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Foot-Birthday-Spieler. Schauen wir mal kurz, was der gute Herr wert ist. Er kostet nur 80.000 Münzen. Mondi kostet halt 800.000, 900.000 sowas um den Dreh. Das wäre schon noch, ja, dezent heftiger gewesen. Aber ist trotzdem ultimativ geiler Start in das Pack. Opening von den 100k Packs, alles gut. Wir springen mal zu den 55k Packs. Schauen wir mal, die Packs sind übrigens Untrade, die habe ich auch aus Division Rivals bekommen. Dann nehme ich jetzt mal die Untrade Rewards, weil eben zum Beispiel auch jetzt bei Foot Birthday ein Arturo Vidal Foot Birthday rausgekommen ist. Und jetzt ziehen wir hier den Man of the Match, ZDM Fernandinho. Fernandinho, Junge, richtig nice, läuft überragend, 86er Rating. Man of the Match Fernandinho für SWBs ist der, glaube ich, überragend. Sieht anders fresh aus, die Karte, also Pack-Opening läuft bis jetzt, würde ich sagen. Ich will jetzt hier 3 von 3 haben. 3 von 3 mal einen Workout, wieder im seltenen Mega-Set. Schauen wir doch mal rein. Immerhin Brett ist okay. 3 von 3 Workout wäre jetzt auch zu heftig gewesen. Es ist ein guter Ndidi. High-Rated-Spieler kosten aktuell extrem viel, da nehmen wir so einen 84er Premier League-Spieler doch sehr, sehr gerne mit. 4 Packs haben wir noch auf der Xbox. Wir machen jetzt seltene Megapack, 100k Pack, seltene Megapack, 125er. Komm. Gönn EA, gönn. Sie gönnen wieder, aber es ist eine normale Karte, diesmal ein normaler Walkout. Bitte gib mir ein gutes Rating. Ramos? Piqué, 86er. Schade, Ramos wäre wirklich ultimativ heftig gewesen. Ich glaube, der hat ein 89er Rating. Piqué 86 ist natürlich für ein 55k Set auch okay. Und noch ein Gulaschi dahinter und Milinkovic Savic und ein Acerbi. Also das Pack, das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Wie gesagt, das ist alles untrade und für so SBCs sind das überragende Karten. Es ist wieder an der Zeit für ein 100k Set. Und die 100k Sets enttäuschen mich eigentlich nie dieses Jahr. Also hin und wieder enttäuschen sie mich, aber die waren schon geisteskrank bei mir dieses Jahr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ziehen wir leider keinen Walkout mehr. Wir haben ja am ersten dafür einen Foot Birthday Spieler gezogen. Wir haben dafür nochmal einen 85er Godin. Kostet mit den ganzen SBCs aktuell locker 20k. Deswegen, ja, kann ich mich echt nicht beschweren. 2 Packs haben wir noch auf der Xbox. Die ziehen wir jetzt schnell durch. Das 25er und das 125er. Und wir ziehen den Memphis Depay zum Abschluss. Ich glaube, der hat auch nochmal 85, oder? Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden, wie das hier läuft. Auf jeden Fall. Und dann springen wir rein in das letzte Pack. Ich mache es direkt auf ultimatives Pack. Letztes Pack für die Xbox, wohlgemerkt. Und ich will jetzt nochmal einen Foot Birthday Spieler ziehen. Walkout ist garantiert. Komm, der ist garantiert. Aber es ist ein Inform-Walkout. Marokko, wer ist denn da aktuell drin auch? Nee, Budu. Wie heißt der? Er ist wirklich Bono. Es kann theoretisch noch ein Cristiano Ronaldo drin sein, aber ich glaube, es kann kein Foot Birthday Spieler mehr drin sein. Das ist ein bisschen schade. Skippen wir mal rein und ein Keylor Navas 87er, ein Pizzi 84er, keine 85er. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir mehr erwartet vom 125er. Ja, da auch gar keine High-Rated Spieler mehr drin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, ab geht's direkt auf die PlayStation. Da war auch noch ein paar Packs am Start. So, Elektrum-Spieler-Packs, Mega-Packs, Prime-Gold-Spieler-Sets. Schauen wir mal, ob da noch ein Workout vorbei schiert. Pack Nummer 2, seltene Gold-Packs sind eigentlich ziemlich gut. Ja, wir haben ein Brett. Gib mir ein gutes Rating, würde ich mitnehmen. Portugal. RV, Ricardo Pereira. 83er Joao Cancelo. Ist okay. Mit den Packs habe ich ganz ehrlich nicht so gute Erfahrungen. Und das zeigt sich hier auch. Aber wer hat sich im Brett? Das zeigt sich nicht. Es könnte ein 85er sein. Es ist ein Belgier. Es ist ein Innenverteidiger. Es ist Vertonghen 83er. Schade. Und es ist wieder ein Brett. Portugal. LM. Rafa Guerreiro. Rafa.
83er. Also das Pack-Opening hier auf der Playse läuft bis jetzt nicht so gut. Jetzt springen wir mal zu einem etwas unkonventionelleren Pack und zwar zum seltenen Elektrum-Spieler-Pack. Wir bleiben bei den Brettern, aber wir nähern uns so langsam den Workout an. Was haben wir denn da? 85er Insignia, ist okay. Ist der beste Spieler bis jetzt auf der Playse hier. Kostet, ich schätze, 25.000 bis 30.000 Münzen. Ist wirklich gut. Ist gut. Zwei Päckchen haben wir noch. Ein Mega-Pack und ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Dann kommt das Pack-Opening so langsam, ja, dem Ende entgegen. Wir starten rein mit dem Skipper. Und nach so einem Skipper kann eigentlich nur noch was Gutes kommen. Das letzte Pack für dieses Pack-Opening, seltenes Elektrum-Spieler-Set. Lasst uns nicht hängen. Lass uns nicht hängen. Es hat so gut gestartet. Aber es endet leider nicht mehr so rosig. Wir haben nochmal einen Griechen. Wir haben noch einen Manolas zum Abschluss. Was hat der dieses Jahr für ein Rating? 83? 83. Ja, ist eine solide Card, aber leider wieder nur ein 83er Rating. Ich würde trotzdem sagen, das Pack-Opening war ganz nice. Wir haben den Food Birthday Spieler gezogen. Das war mein Ziel. Den haben wir direkt im ersten Tradable, ja, 100k Set gezogen. Das war auf jeden Fall nice. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abonnement. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr weiterhin meine Pack-Openings, meine Top 100 Rewards sehen wollt. Ich konnte dieses Wochenende wieder in die Top 100 kommen, deswegen lasst gerne ein Like da, wenn ihr nochmal ein Rewards-Video sehen wollt und dann würde ich sagen, bin ich schon raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, das wird ein SBB sein. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.